Frankfurt, 16. August 2017. So, wir haben einen neuen Fall. Und wer ist vor der Kamera? Ich, Leonel Fernandez Ortega. Leonel Fernandez Ortega. Ich bin in Kuba geboren. Aha. Welche Staatsbürgerschaft hast du? Havanna. Ich habe zwei Bürgerschaftspass. Mhm. Habe ich hier. Ich bin Kubaner. Mhm. Und ich bin Deutsch. Meine Seele. Ich stehe mich in beide Gesetze, ja. In beide Kultur. Sie sagen mich immer, aber du bist Deutsch. Ich habe gesagt, nein, ich bin nicht Deutsch. Wer sagt die das? Die Amter, die Behörde, alles, das junge Amt, alles. Aha. Alle sagen, dass ich... Aber nicht die normalen Leute, die, normalen die haben keine Leute. Probleme damit. Okay, ich gebe Leute, die sagen, ich sage, ich bin Deutsch. Na ja, du bist nicht Deutsch. No? Aber der, wenn ich... in seinen Interessen, sie sagen, nein, ich bin Deutsch. Egal, oder nein, sie sind Deutsch. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn es ihnen passt, sagen, du bist Deutsch, ja, und wenn es nicht passt, dann bist du kein Deutsch. Ja, so ja läuft genau. Das. Mhm. Und in Wirklichkeit ist so, ich bin Kubaner. Sie haben mir erzählt, wir können nicht helfen, wenn etwas in Kuba passiert. Ja. Sie bleiben immer Kubaner. Und das ist die Gesetz. Solltest du in Kuba aus irgendeinem Grunde beispielsweise inhaftiert werden? Das ist immer noch ein Regime, was nicht gerade demokratisch ist und es gibt dort sehr viel Willkür. Es gibt mittlerweile auch in Deutschland jede Menge Willkür. Ja. Es gibt auch hier Behörden, die sich nicht an Recht und Gesetz halten. Aber es, da du beide Staatsangehörigkeiten hast, wäre es für die Deutschen schwierig, dir konsularischen Beistand zu leisten, im Falle einer Verhaftung beispielsweise. Genau, ein Beispiel. Ja. Ja. Okay. Und dann, mit dieser Situation mit meinem Sohn, dass ich bin Deutsche, dass ja. Kinder, ich bin nicht Deutsche, ich bin nicht hier geboren. Ja. Ich habe keine Familie hier. Ich habe keine Blutdeutsche. Mhm. Okay, dann wollen wir mal die Geschichte von deinem Sohn erzählen, denn um den geht es ja heute. Wie alt ist der? Mein Sohn ist jetzt 7 Jahre alt. 7 Jahre. Jetzt hat er angefangen die 2. Klasse. Mhm. Und er ist in Amerika geboren. In Las Vegas. Ja, erzähl mal ein bisschen von den Anfängen. Wie hast du die Mutter kennengelernt? Ich habe die Mutter kennengelernt in Frankfurt. Bist du verheiratet mit ihr gewesen? Ja, gewesen, Heirat. Aha. Die Geburtsurkunde, das Heiraturkunde, wir sind geheiratet. Ja. In Las Vegas, wir haben in Las Vegas geheiratet. Ich habe Familie in Kuba und ich habe Familie in Amerika. Ja, und wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Wie bin ich nach Deutschland gekommen? Ich bin Musiker und... ich wollte von Kuba weg. Aha. Und irgendwann. Ne? Und wegen Erfolg mit der Musik. Mhm. In Kuba damals war es schwer. Und ich habe diese Möglichkeit hier bekommen, dass ich als Musiker... Hast du hier Engagements gehabt und bist hier aufgetreten? Ja. Mhm. Und ich habe am Anfang an Musikunterricht in der Musikschule. Ja, okay. Okay, dann deine Frau hast du wo kennengelernt? Ich habe in Frankfurt kennengelernt. Ja. Ne? Auf der Straße. Mhm. Kubanus. Wo auch immer, das ist ja egal. Kubanus, nicht im Internet. Wo die Liebe hinfällt. Okay, und aber geheiratet habt ihr in Amerika, in den USA. In den USA. Und da ist auch das Kind geboren worden? Nie. Wir haben geheiratet. Ja. Wir waren in Amerika, meine Familie besucht und so haben wir geheiratet, haben wir so entschieden, in Las Vegas, jeder heiratet und so und dann haben wir so geheiratet. Und dann, wir sind in Deutschland. Also seid ihr nach Amerika gefahren, um dort zu heiraten? Wir sind in Deutschland zurück, wir waren immer in Deutschland. Und dann ist so passiert, nach 2 Jahren, sie war schwanger und dann, sie hat mir gesagt, sie will... dass in Amerika das Kind geboren. Mhm. Warum? Weil wegen Rassismus, wegen dass sie aus Polen, dass sie hat sie unter Mindest geschätzt, dass sie besser an amerikanischen Pass war. Also du sagtest eben Rassismus. Welchen Rassismus meinst du jetzt? Den hier in Europa, in Deutschland oder in den USA? Nee, in Deutschland. Aha. In Deutschland.
Ja, okay. Also die, ich habe verstanden, diese Frau, die Pauline ist, hat schlechte Erfahrungen gehabt in Deutschland und deswegen wollte sie, war als sozusagen verstanden als Untermensch behandelt oder so. Ja, und deswegen, sein. Ja, und deswegen ja. hast du gehabt, ja, die wollte sie ja. in Amerika das Kind. Als Psychologe kann schon nie. Also dann, halt, dann sprechen wir hier von einem Rassismus, der sich in Deutschland gegen vielleicht Osteuropäer richtet. Aber in Amerika gibt es auch einen Rassismus und der geht gegen die Farbigen. Ja, aber in was Amerika, man so sagt. In Amerika, ich habe nicht in Amerika gelebt, no? Also nur Besuch und so. Aber ich war in Amerika, ich habe keine Probleme gehabt mit Rassismus und so. No, klar, ich war Tourist und so. Ja, ja, es kommt auch darauf an, wo man sich aufhält in den USA. Glaube, in den Südstaaten ist es anders als in New York. Genau. Ja. Und das Problem ist in Amerika, was ich habe gemerkt, ist so, Amerikaner sind Indianer, die originalen Amerikaner sind Indianer, Aborigine. Ja. Da heißt, die Rassismus ist gegen Schwarze, gegen Indianer, aber alle weiße, die weiße Menschen sind Europäer, Italiener, Engländer, Franzosen, von Polen, von Russland. Ich glaube, zwischen alles gibt ein Problem. Ich glaube, dieser Rassismus ist gegen Schwarze oder gegen Indianer. Aber nicht, dass eine Polen wieder diskriminiert. Ich glaube, eine Polen in Amerika hat besseres Status als in Deutschland. Ja. Weil das Problem ist so, ich sage auch da kommt es darauf an, wo du dich aufhältst. In den großen Städten auf jeden Fall, da ist es besser. Die typischen Einwandererstädte, New York, Chicago, aber geh mal in die amerikanische Provinz, da sieht das schon anders aus. Mhm. Was ich habe gemerkt, ist, die Amerikaner waren fasziniert. Oh, Polen, in Wirklichkeit, die Amerikaner wissen nicht, wo ist Polen. Sie haben eine Frau, ich erinnere mich, sie hat gedacht, Polen ist eine Stadt von Deutschland. Ja, ja. Die Amerikaner, sie waren nicht in Europa. Das heißt, Polen ist London, Warschau ist London. Sie kennen nicht diese unterschiedlichen Probleme. Dass sie, ja, die Amerikaner sie leben in einem riesigen Land und wenn sie verreisen, dann reisen sie meistens innerhalb der Staaten und kommen selten so weit weg wie nach Europa oder andere Erdteile. Die Amerikaner reisen nicht. Ja. Und sie wird interessant. Und da habe ich gespürt, ich habe das gemerkt. Und sie auch. Und deswegen habe ich so entschieden, sie wurde nach Amerika, da hat Kinder geboren, dass sie einen amerikanischen Pass, sie wollte Englisch lernen. Da waren bestimmte Sachen. Also wolltet ihr eigentlich da bleiben auch? Erste Mal hat Kinder geboren, dass sie durch das Kind einen Pass zu bekommen. Aber sie hat nicht geforscht, wie die Gesetz war in Deutschland. So, eine Frau in Deutschland illegale. Kriegen Kinder, der Kind ist deutsch und automatisch die Mutter wird deutsch. Aber in Amerika nicht. Wie ist das in den USA? Sie war ein Schock. Der Kind ist Amerikaner und sie nicht. Und sie haben reklamiert, sie haben gesagt, nein, sie nicht. Aber mit den Kindern, bla bla bla, was kann ich machen, bla bla bla. Das Kind hätte aber da bleiben können. Ja, genau. Ja, bei seinem Baby. Ja, ja, ja. Kann bleiben, also okay. Okay. Und so war die Situation. Okay, und dann ist sie hier nach Deutschland zurückgekommen. Ja. Entschuldigung, ich muss etwas sagen, ganz wichtig, ich habe alle Pisale, englische Kurse, der Kinder, ich habe alle Pisale, alle Pisale. Und dann, sie kommen zurück nach Deutschland und ich habe die Beweisung auch, dass ich habe Geld überweisen nach Amerika, viel Geld ohne Ende. Und, das heißt, du warst hier und sie war in Amerika? Ja. Aha, ja, ich hatte das jetzt so verstanden, ihr seid beide da gewesen. Nein, war das Geld. Wer verdient das Geld? Also das heißt, sie war sozusagen schwanger und ist alleine in die USA geflogen, um dort das Kind zur Welt zu bringen und da zu bleiben. Und war denn geplant, dass du nachkommst? Ja, nein, ich komme. Aber ich konnte nicht, leider. Weil die Musikschule haben mich nicht erlaubt zu gehen. Ich nur in Ferien. Ich habe einen Vertrag. Ja, Lehrer haben wir Ferien. Ja, klar. Aha, okay, okay. Ja. Er ist zurückgekommen und dann sie hatte die Kinder hier in Deutschland, er hatte Englisch gesprochen, nur Englisch. Der Kind hat schon mit 2 Monaten bestimmte Begabung, der konnte schon laufen, 2 Monate, und er konnte sprechen. Ja. Schon. No, da war er hier in Deutschland gekommen, er konnte schon sprechen, der Kind hochintelligente. Also welche Sprache hat er denn gesprochen, als Englisch. Er hierhin kam? Englisch. Welche Sprache hat er mit der Mutter geredet? Englisch. Okay. Nur Englisch.
Nochmal, wie alt war er, als er zurückkam? Der ist nach Deutschland zurück, er war 9 Monate. 9 Monate? Ja. Das heißt, also seine Mutter hat 9 Monate mit ihm da gelebt in den USA. Ja. Und das Geld kam von dir, ja, aus Deutschland? Ja. Bevor der geboren, habe ich schon. Und was hat sie da gemacht, die 9 Monate? Englisch. Gelernt. Italien, ja. Aber gearbeitet, nee, ging wahrscheinlich, nee, nicht. Nee. Mhm. War nicht möglich. Und bei meiner Familie gelebt, dann hat er Streit mit meiner Familie und dann ist weg und ein Hotel und dann muss ich noch mehr bezahlen. Und da war ein bisschen, also du hast Familie in USA? In USA, ja. Okay, und da hat sie gelebt auch? Ja. Ah, okay. Und ich will ganz einfach sagen, jeder Kubaner hat Familie in Amerika. Das ist bekannt. Ja. Dass die Kubaner gehen nach Amerika. Ja. Nicht nach Spanien. Manche, aber die, also wenn ein Kubaner Kuba verlässt, dann geht es erstmal nach Florida, das vermutlich. Ja, ja, klar. 50 Kilometer. Ja, ja. Und in Amerika, die Kubaner haben bessere Konditionen als, mhm, in Deutschland. Bessere, ja, Konditionen. Ja, das heißt, das ist aber auch deswegen, weil diejenigen, die sich von dem Regime abwenden oder das Land verlassen, natürlich auch durch amerikanische Politiker ganz besonders hofiert werden. Ja. Sie werden unterstützt, ja, im Kampf gegen den Kommunismus, ja, und gegen das Regime. Ja. Ja. Obwohl jetzt ein bisschen verändert, aber trotzdem. Ja, jetzt unter dem Präsidenten Trump wird alles wieder so werden, wie es vorher war. Ja. Ja. Ja, diese Tendenzen, sich Kuba gegenüber zu öffnen und, mhm, zu liberalisieren, werden jetzt wieder zurückgeschraubt. Ja. Das läuft im Moment. Ja. Sie kommen zurück nach Deutschland, Sie fangen an mit dieser Frustration wieder. Frustriert von Deutschland? Ja, von Deutschland. Dass Sie keinen Erfolg und diese Komplex, dass Sie auch Polen kommen. Und dann hat so ein, ja, ist es eher aus deiner Sicht, war es eher ein Komplex oder Realität? Eine Mischung, wissen Sie, ich bin schwarz. Ja. Und seit, wann habe meine Eltern, ich glaube, wenn ich war 5 Jahre in der Schule, habe ich gemerkt, dass ich war Probleme mit Schwarz und Weiß. Und die Schwarze haben wir keine andere Wahl. Wir müssen trotzdem gute Laune, wir, ja, müssen, ja, überleben, wir, mhm, müssen schaffen, oder bei Musik oder bei Sport, wir müssen schaffen. Ja. Aber es ist anders, wenn alles in Weiß. Aber, mhm, in einem Land, wo man muss deutsch, blond, mhm, blaue Augen, und kommt nach Polen, obwohl es blonde ist, ein Schock, weil es nicht, das kommt nicht von der Kindheit, er ist nicht geboren mit diesen Konflikten. Mhm. Meine Mutter, mein Vater haben mich geschützt. Da muss, ja, du musst nur Bildung, du musst lernen, du musst, ja, studieren. Ja. Oder du wirst ein Sklave, du wirst ein, mhm, Schwarzer, du wirst Auto putzen. Mhm. Und das ist etwas anderes. Ich möchte ganz kurz Beata was fragen zur Diskriminierung von Polen in, ja, Deutschland. Fällt dir dazu spontan irgendwas ein? Ja, es fällt mir eine Begegnung in Düsseldorf ein. Ich habe mein Auto einmal geparkt und dann wurde ich beschimpft von scheiß Polin und so. Das habe ich nicht vergessen. Und das wurde am Nummernschild erkannt? Ja. Aha, mhm, okay. Ich hatte ein deutsches Auto, gar nicht so klein. Mhm. Gut, also sowas hast, sauber, du auch, hast du auch erlebt. Ja, 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 ja. Aber, das war das Krasseste. Ansonsten aber selten, da selten. Soll, ansonsten selten. Das heißt, ja, es ist doch mehr eine individuelle Sache, ja, 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 dass, ja, also Deutsche, ja, ungebildete Deutsche auch eher zum Rassismus und zum Chauvinismus neigen, also das als war, die Leute, die du praktisch bei deiner Lehrtätigkeit in der Universität kennengelernt hast. Ja, also wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich schlechte Erlebnisse hatte, nur dieses eine Mal. Ja, ja, okay. Ja. Das heißt, es spricht also einiges dafür, dass ein Teil des Problems eben der Komplex war, den sie hatte. Ja, sie hat nicht gekämpft gegen den Rassismus, gegen diese Probleme. Mhm. Sie konnte nicht, weil er nicht erwachsen mit diesen Problemen. Ja, gut, dann kommen wir jetzt nochmal zurück auf die Situation mit dem Kind. Jetzt ist sie also hier mit dem Kind. Das Kind ist 9 Monate alt. Und gab es mal eine Zeit, wo es einigermaßen funktionierte, die Familie, das heißt das Zusammenleben? Nee, wir waren glücklich. Ja. Weißt du, ich liebe die und viele Schöne. Mhm. Aber irgendwann ist
die Liebe und alles, die Frustration, schlechte Laune, das Kind hat geschlagen, das Kind hatte... Moment, wer hat das Kind geschlagen? Sie, mit den Kindern, ja, waren Probleme mit den Kindern. Ja, gut, wenn, also das ist leider wirklich ein Problem, auch im Hinblick auf das Jugendamt, wenn Kinder Gewalt ausgesetzt sind. Aber damals, ich wusste nicht, was im Jugendamt und gar nicht. Nur wenn in dem Moment, wo das Jugendamt davon erfährt, dann habt ihr ein echtes Problem. Nein, das stimmt nicht. Nein. Jugendamt weiß alles und Jugendamt selber haben das erlebt. Die Jugendamt machen nicht. Macht nichts. Nein, das ist total anders. Okay. Ich habe Beweise. Die Jugendamt wollte nie die Videos, weil sie haben gesagt, Videos sind nicht erlaubt und solche Sachen. Doch, die sind erlaubt. Ah, sie wollte nicht. Und, ja, sie hoffen, dass ihr das nicht wisst, dass ihr eure Rechte nicht kennt. Aber erzähl mal weiter von der Geschichte. Wann kamen denn die Behörden ins Spiel? Ja, der Moment bleibt, dass wir wollen nach Amerika Urlaub machen. Sie hatte Heimweh von Amerika und da habe ich gesagt, okay, gehen wir nach Amerika. Ja. Aber bei wem? Bei meiner Familie. Bei anderen Familie von mir. In New Jersey. In der Nähe von New Jersey, in Harrisburg. Ja. Und dann, ich spreche kein Englisch. Aber Harrisburg ist Pennsylvania, glaube ich. Ja. Ich spreche kein Englisch. Aha. Das ist sehr wichtig. Und ich gebe ein Zeuge. Auch Amerikaner, dass ich spreche kein Englisch. Ja. Und dann kommt die Situation, dass ich gehe nach Amerika. Ich war einverstanden, dass wir mal Urlaub in Amerika. Und dann... Die Urlaub, wir können nicht. Erste Mal, sie ruft meine Familie, sie sprechen Englisch, ich verstehe nicht, was sie gesagt hat. Und sie sagt meine Familie, dass ich komme nur vor 3 Wochen und sie bleibt da. Und dann, meine Familie hat mir gedacht, dass ich habe eine Beziehung hier in Deutschland und ich wegjagte meinen Sohn und sie. Und ich habe gesagt, das stimmt nicht, wir gehen nur vor 3 Wochen. Und dann haben wir gesagt, sie haben mir so gesagt, dass ich bleibe. Und dann habe ich mit sie gesprochen, was hast du erzählt? Und sie haben mir gesagt, ja, ich bleibe noch. Warum hast du mir nicht das gesagt? Ja, weil ich bleibe, ich will nicht mehr hier bleiben und so. Und was mache ich? Na, wie immer, du kommst da 3 Wochen und dann... Und dann gehst du zurück nach Deutschland und sorgst für Geld. Und Geld. Ja, okay. Und ich habe gesagt, nee, aber jetzt ist anders. Nee, von meinem Sohn, nee. Also du wolltest Kontakt zu deinem Sohn? Ja. Ich habe gesagt, nee, ich arbeite hier und in meine Ferien, nee. Und dann, sie wollte ein Haus kaufen in Amerika. Ja. Konnte, war das Kind, der Name von dem Kind, aber das muss ein Erwachsener, nur meine Familie, nicht sie und nicht ich. Also ein Haus kaufen ist aber ein Problem, wenn sie keine Aufenthaltsgenehmigung bekommt in USA. Aber der Name von dem Kind, aber... Die Betreuung von einer Person, einer Familie. Habe ich gesagt, ich habe Familie. Ja. Meine Familie konnte, aber nicht ich nicht und nicht sie. Okay. Aber und dann? Aber noch nur zum besseren Verständnis. Die Mutter des Kindes konnte ja nicht in Amerika bleiben. Was hatte sie denn eigentlich vor? Sie hat doch gar keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt. Abenteuer. Sie wollte so weg. Aha. Wie alt war die Mutter zu dem Zeitpunkt? In dem Zeitpunkt sie war 36. 36, aha. Also eine Frau in den besten Jahren, die auch so ein bisschen das Abenteuer sucht. Genau. Und da war so, ich war nie in einer Disco oder in so viele Disco, ich habe nie die Welt nicht kennengelernt. Und das Problem ist so, ich muss sagen, sie war... Sie war Nonne in einem Kloster. Aha. Und sie hat das Leben nicht gelernt. Und das war ein Problem auch. Das war ein Schock. Zum Beispiel, wir waren in Kuba. Kuba hat sie nicht gefallen. Warum? Häuser kaputt, alt, alte Auto. Und so. Amerika war alles Licht, große Gebäude, alles interessante. Okay. Ne? Und das war sehr attraktiv. Aber ich habe gesagt, mein Gott, was soll das alles? Egal, sie wurde nach Amerika. Und ich war nicht einverstanden mit das, weil ich bin Musiker, die beste Musiker von der Welt. Sie singen in Amerika und nicht alle leben von der Musik. Ja. Und die hier in Deutschland leben von der Musik. Was will ich in Amerika? Toilette putzen? Nein.
Nein, 100% nein. Also du hattest nicht das Gefühl, dass du als Musiker dort genügend verdienen würdest. Zumindest nicht am Anfang. Ich bin ein guter Musiker, aber ich den Durchbruch habe Leute zu schaffen, ist schwierig. Waren besser als ich, mhm. Sie haben weniger als ich. Ja. Kollege von mir aus Kuba, ich habe gesehen, sie arbeiten an einem Musikgeschäft und sie spielen nicht mehr. Sie haben andere arbeiten an einer Bank. Mhm. Und was ist mit der Musik? Musikdiplom. Und da, oh, seit 3 Jahren ich spiele nicht mehr. Mhm. Und ich war schockiert. Warum sollte ich da nach Amerika gehen? Okay, jetzt irgendwie seid ihr wieder nach Deutschland zurückgekommen. Nach Deutschland gekommen. Sie wollte wieder, die Mutter wieder. Wieder zurück. Hat nicht geglaubt. Warum? Weil ich muss arbeiten. Und waren das heißt, das waren alles nur Pläne, die sie hatte, aber die sich nicht verwirklichen ließen und ihr seid hier geblieben. Der Flug war reserviert, aber die Musikschule haben mir gesagt, dass ich muss in einer Grundschule arbeiten und ich durfte nicht. Mhm. No? Und sie haben mir gesagt, ich kriege kein Geld, ich verliere meinen Job. Und deswegen bin ich nicht nach Amerika. Sie war sehr sauer, sehr aggressiv. Mhm. Und dann ist so passiert, dass haben wir einen riesigen Streit. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesagt, dass ich schlafe mit den Kindern und ich bin im Sofa geblieben. Ja. Am Schlafen. Ich habe Fernsehen geguckt am Schlafen. Und was ist passiert? Die Polizei kommt, klingelt jemand an die Tür und die haben nicht gewusst, wer war. Und da war die Polizei. Die Polizei hat mir gesagt, ich muss die Wohnung verlassen. Wer hat die Polizei gerufen? Die Geschichte war so, die Polizei kommt rein, ich sage, meine Frau schläft und das Kind schläft. Ja. Und sie bitte leiser. Und dann der Polizist hat mir gesagt, nein, ihre Frau und das Kind sind nicht in der Wohnung. Ja, das sind in der Wohnung. Und er hat mir gesagt, dass sie sind nicht in der Wohnung. Sie sind in der Station Polizei. Und dann, okay, wir gehen in die Zimmer. Mhm. Und der Polizist hat mir gemerkt, da waren... Die Polizisten waren gemerkt sofort, dass sie war unschuldiger Mensch. Warum? Weil die Tür war ein bisschen zu. Ja. Und ich sage die Polizei, gucken Sie hier, ganz leise sage ich, gucken Sie hier, die Mutter und das Kind. Ja. Und da, sie hat eine Berge gemacht, auch Bett, eine Berge, so wie jemand schlafen, so weit. Ja. Und die Polizei haben gemerkt, oh, das ist ein Versch. Und die Polizei macht die Licht an. Und da war eine Berge so mit Klamotten und alles so. Ich habe gedacht, sie schläft. Das heißt, du solltest denken, dass sie da ist und schläft. Ja. Und in Wirklichkeit ist sie zur Polizei gegangen und hat eine Anzeige gemacht. Genau, genau. Und sie ist von Kronberg mit einem S-Bahn, mit dem Kind nach Frankfurt. Ja. Das dauert 30 Minuten oder 40 Minuten. Mhm. Im Bahnhof in dieses Gebiet, wo die Bordelle sind, sie bei der im Bahnhofsviertel, ja. Und da hat die Anzeige gemacht, Geld von meinem Konto genommen und nach 12 Uhr wieder Geld genommen und da war nicht bei medizinischer Untersuchung, gar nicht, hatte nur eine Anzeige und dann die Polizei hat mich rausgeschmissen von der Wohnung und ich habe 14 Tage in meinem Auto geschlafen. Ich habe gearbeitet. Okay, also sie hat diese Beschuldigung gemacht, du wärst gewalttätig, nehme ich mal an. Und daraufhin hat die Polizei, um eine gewisse Sicherheit herzustellen, dich der Wohnung verwiesen. Ja. Das heißt, Mutter und Kind waren alleine in der Wohnung und du konntest gucken, wo du bleibst. Ja. Ja. Wie ist das, Beate, in so einem Fall? Kann jemand aber nur eine gewisse Zeit der Wohnung verwiesen werden? Ansonsten muss ein Richter da, denke ich mal, ein Urteil fällen, oder? Nein, wenn es jemand Bahnmeile bekommt, dann muss sich dagegen wehren. Die Person, die das bekommen hat, aber nicht der Richter. Also da musst du selber was unternehmen. Das heißt, wer spricht die Bahnmeile aus? Die Polizei? Offensichtlich die Polizei. Okay, okay. Und bist du vor Gericht gegangen? Hast du dich dagegen gewehrt, juristisch? Das erste Mal, die Polizei, den Protokoll der Polizei, die haben geschrieben, das Kind schläft friedlich, hat keine Verletzung. Ja. Die Mutter hat keine Verletzung auch nicht. Ja. Die Mutter nur weint. Mhm. Habe so geschrieben. Der kommt der nächste. Habe eine Rechtsanwalt und Familienrecht und beide, wir warten und so, etwas so hat er
Er wollte dir eigentlich nicht helfen. Er hatte falsche Konzept. Okay. Falsche Strategie. Ja, dann war es wohl nicht der richtige Anwalt. Aber trotzdem, war nicht korrekt alles. Mhm. Trotzdem. Ja, den Eindruck habe ich auch. Da war kein Gericht. Ja. Da war kein Gericht. Mhm. Okay, und dann... Das ist nämlich ein Fall möglicherweise von falscher Beschuldigung. Das ist eine Straftat. Das hätte vor Gericht müssen, ja. Eigentlich. Ja, dass sofort eine Strafanzeige hätte, ja. Sie stellen müssen. Du hättest sofort. Wegen Verleumdung. Ja, aber trotzdem, die Geschichte geht weiter. Das Problem ist, die Protokoll von. Ich mache ganz kurz mal einen Schnitt hier. Ja.